Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder den LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto und dem Marco. Ich sollte das Gerät vielleicht auch mal anmachen. Hallo. Hallo. Ja. So. Jemand hier das Deutschland-Polen-Spiel gesehen? Ja. 0-0. 0-0. Ich fand's eine schwache Leistung von den Jungs. Also hinten, Verteidigung, waren wir Bombe. Na, Angriff so, ich weiß es nicht. Jetzt stehen wir ja... Nächstes Spiel ist gegen Nordirland, ne? Soweit ich das richtig verstanden habe. Ja. Was meint ihr? Also ich denke, Irland putzen wir weg wie so ein kleines Frühstück Brötchen. Was denkt ihr? Boah. Wird schwer. Ja. Meinst du? Ja. Es sei denn, bringt jetzt mal an den Stürmer davon rein. Außer den Götze. Ich wollte gerade fragen, wer willst du denn austauschen? Den Mario willst du austauschen? Ja. Wer willst du reinnehmen? Schweini? Gomez. Gomez? Ja. Ja gut, der Götze hat ja in den zwei Spielen gar nichts gebracht. Okay. Finde ich. Ich bin nicht so der Fußball-Experte, um das genau zu sagen, aber... Na. Gut, ich bin auch kein Experte, aber ich meine, ich sehe ja, wer auf dem Platz rumläuft und... Ja gut, ja, das ist schon richtig. Wen du im Spiel siehst und wen nicht. Ich hab die Zeit mal wieder auf 15 gesetzt. Ja. Auf was für ein Feld sind wir dann hier eigentlich? Ich bin auf 39 und sehe Gerste an. Wo waren wir dann am Hexel? Oh, das weiß ich nicht mehr. Auf Feld 57, glaube ich. Könnt ihr vielleicht gleich mal gucken, wie weit das schon gegärt ist, unser Bunker? Ja, kann ich gerade machen. Ich meine, glaube, müsste schon fast fertig sein, oder? 67%. Okay. Aber nachdem wir drei jetzt immer zusammen sind, können wir uns ja nochmal über das Thema LS17 unterhalten. Das ist richtig. Mal angefangen haben, ja, war ja die Folge vorbei. Genau, und in der Zwischenzeit, wo wir uns über die da unterhalten hatten, da hatten wir uns in der Folge hatten wir uns darüber unterhalten, dass man es vorbestellen konnte. Und wir haben uns gefragt, warum können wir uns das Spiel schon vorbestellen, obwohl noch gar nicht so richtig viel gezeigt wurde. Und einen Tag darauf, also wo wir die Folge aufgenommen haben, darauf gesprochen haben, meine Folge kam raus und am selben Tag kam auch der Trailer raus zu LS17. Dann könnt ihr ja, ich habe den Trailer mir jetzt schon ein paar Mal reingezogen, ich wollte gucken, ich habe den auch nochmal, wer bei Tino im Stream dabei war, haben uns ja auch mal ganz kurz drüber unterhalten, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Trailer? Oder ihr zwei, was haltet ihr von dem Trailer? Was denkt ihr? Also ich finde, der Trailer sagt gar nichts aus. Also gut, er zeigt hier ein paar Fahrzeuge, wie die über den Bergfelder fahren, aber es ist nicht so, wo ich sagen muss, wow, was war das, weißt du? Also kommen jetzt das und das damit rein oder so? Ich fand, das war so nichtssagend irgendwie. Ja, das ist eine ganz schwache Leistung. Aber man sieht die neue Physik da dran. Wieso? Wegen den Matschteilen, die hochfliegen. Und im Boden. Im Boden? Mhm. Ja, sagen viele, dass da jetzt wohl ein bisschen mehr auf den Boden eingegangen wird, aber... Der Boden ist mir ja eigentlich relativ. Also, nee, mir nicht. Also ich würde schon sagen, wenn ich so übers Feld fahre und ich kriege so diese... ich sag mal, wenn sie das dann auch noch reinführen mit den Sitzbewegungen, weil es ist so ein Trecker, der hat ja eigentlich ein, wie nennt man das, Luftdrucksitz oder so? Federsitz, keine Ahnung. Luft, ja. Ja, und ich denke, wenn du so Innenansicht fährst und der Boden ist schon ein bisschen dynamisch, heißt Wellen drin, Unebenheiten und sowas und du schaukelst so mit hoch, würde ich schon cool finden. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, boah, haut mir den 17 die Schuhe aus den Füßen. Haut mir die Schuhe aus den Füßen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Aber so
so einen dynamischen Boden würde ich schon cool finden. Also würde ich nicht abschlagen. Nur, was mich da sehr interessiert, was gibt es denn jetzt Neues? Was ist jetzt im Gegenzug zu den 15er anders? Also es ist ja, zu den 15er haben sie das Forst reingenommen. Ja. Was kommt jetzt bei den 17er Neues da rein? Okay, die haben gesagt, das soll in Kanada spielen oder so. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich meine schon, Kanada soll das spielen. Ja, ist aber glaube ich noch nicht bestätigt. Ist nicht bestätigt, genau. Wir reden hier, also alles, was wir sagen, ohne Gewehr, ohne irgendetwas, es ist nichts bestätigt worden. Aber da haben sie gesagt, oder sind am Munkeln, oder ist auch noch nicht bestätigt, weiß ich nicht, eine exotische Tierart und 3 bis 4 neue Fruchtsorten. Eine Fruchtsorte könnten wir vielleicht schon ausschließen. Das wird wahrscheinlich die Sonnenblume sein, die jetzt als standardmäßig mit drin ist. Aber was sind die anderen Fruchtsorten? Irgendwelche Rüben habe ich gehört. Rettich, genau. Rettich und... Moment, muss man gerade in die WhatsApp-Gruppe gucken. WhatsApp-Gruppe. Ja. Ja. Ja, aber ich finde bis jetzt noch nichts dabei, was 34,99 rechtfertigt. Also ich habe es mir auch noch nicht vorbestellt. Es wird auf jeden Fall auf meinem Kanal dazu jede Menge geben. LS17, ne? Wisst Bescheid. Farming Simulator ist auf meinem Kanal ganz groß. Aber ja, ich habe es mir noch nicht vorbestellt. Ich werde mir wahrscheinlich die Collector's Edition auf jeden Fall von dem Farming Simulator holen, aber ja. Das sind noch Sojabohnen. Sojabohnen, okay. Sojabohnen, nicht irgendetwas Vegetarisches? Frag mich nicht, ich esse Fleisch. Ich auch. Ich kenne da jemanden, den könnt man fragen. Ja, also ich weiß es nicht, ob der wirklich so krass raushaut, der 17er. Bestimmt grafisch wird es auf jeden Fall statt zum 15 auf jeden Fall eine Erneuerung geben. Dann haben sie genau ein neues Spielverhalten, neue Steuerungsverhalten. Was gibt's nochmal neu? Neue Spielmechanik. Ja. Die soll ja neu sein, also ich denke, mit Spielmechanik ist gemeint, du kannst nicht mehr mit Kuh und so alles abkoppeln, ne? Doch, ich glaube, das werden die beibehalten. Okay. Weil sonst müsste man sich ja wieder umgewöhnen. Ja. Mich würde halt ein bisschen mehr daran interessieren, dass du nicht einfach Hänger dran, Kuh abkoppeln. Ich würde es cool finden, dass die da vielleicht ein bisschen mehr auf Realismus gehen und dann sagen, du musst aussteigen und hinten was weiß ich machen, ne? Aber würde ich zumindest cool finden, weil dieses, ja, brauch mal eben anderen Hänger, fährst hinten in deinen Hof, zack, hängst ab, nimmst in den nächsten Hänger dran. Ich würde es irgendwie cool finden, wenn du wirklich nach hinten musst und die Scheiße da irgendwie lösen müsstest, die Bremse lösen müsstest oder was auch immer. Ja. Was ich auch cool finden würde, ein bisschen so, bei den Maschinen, du fährst einfach überall nur dran, drückst R, tankst, machst das, R, hier. Ich würde es irgendwie cooler finden, mehr Interaktion mit den Geräten, mit den Tieren und alles Mögliche, dass du da ein bisschen mehr machen kannst, anstatt immer nur den Hänger hinten dran reinfahren, abkippen, tschüss. Das würde ich cool finden, aber ob es das kommen wird, das weiß man nicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr das cool finden? Ja, ich würde es auf jeden Fall cool finden. Weiß ich nicht. Zu viel Arbeit, ne? Aussteigen, alle Tasten drücken, wieder einsteigen. Ja, stell dir mal vor, jetzt angenommen, du spielst die Kreis Unna. Da ist ja wirklich viel zu tun. Und du musst dann auch noch mit sowas da rumkämpfen. Da kommst du ja zu gar nichts. Gut. Aber es ist realistischer. Es wäre realistischer und es würde auch vielleicht auch ein bisschen so das Spielverhalten, also das Spiel ein bisschen
in die Länge ziehen. Weil, wenn wir jetzt mal dran denken, Kreis Unna, wir haben die wie viele Wochen gespielt? Ein paar Monate auf jeden Fall. Und wir hatten ziemlich viel. Wir sind zwar ein paar Mal von vorne angefangen, hat uns aber auch nicht großartig gestört, weil wir auch wieder schnell alles zusammengekriegt haben. Wenn du jetzt aber mehr Arbeit hineinlegen müsstest, um zum Beispiel Silage zu machen, dass du dann nicht einfach nur noch hingehen kannst und das Förderband aufstellst, Hänger drunter, fertig, ne? Das hättest du auf jeden Fall mehr zu tun, hättest mehr Spielspaß. Okay, das kommt ja immer drauf an. Vielleicht sollte man das in die Option ein- und ausschalten können. Dass man, ne, weil ich denke, am Anfang, wenn sowas kommen würde, wäre voll geil, oh, du musst das und das, aber dass es vielleicht nachher auch einigen Leuten auf den Sack geht, wie Toto schon sagt, aber dann sollte man das wenigstens ein- und ausschalten können. Ja. Für, also was ich gut finden würde, wären die kaufbaren Objekte. Welche kaufbaren Objekte, wie meinst du? Ah ja, so wie jetzt Rindermast, dass du die kaufen musst, oder Schweinemast. So wie jetzt wie bei der Norgeholm, da musst du ja auch alles kaufen. Genau, ja. Dass die Futterfabrik, Schweinemast, Rindermast. Ach so, ja. Dass du wirklich arbeiten musst, um ja, die halt zu kaufen. Das stimmt, also ich mag es ja sehr, also ich mag es, Sachen zu kaufen oder sowas, also sich das freizuspielen, das finde ich ganz cool, ja. Ich würde es auch so cool finden, dass wenn man vielleicht so eine paar Optionen hätte, dass man auf den Standard-Maps zum Beispiel jetzt, da wird da wahrscheinlich die eine Standard-Map oder zwei, drei bei sein und dass man zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem Hof ist, dass man irgendwo in die Stadt fahren muss und sagen muss, ich möchte gerne eine Genehmigung stellen für die Rindermast und du kannst die aber nochmal frei platzieren und sagen, hier möchte ich die Lager für meine Schweine und dass du da so ein bisschen Eigenständigkeit reinbringen kannst, weißt du, Individualität, damit das nicht immer alles gleich aussieht, wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass du da vielleicht auch Grundstück dein Hof vergrößern kannst und so weiter und so fort, das wäre auf jeden Fall für mich eine schöne, coole Erneuerung, Option. Wie auch immer. Ja. Oder dass die halt aufgebaut wird. Dass das dann halt heißt, okay, du hast jetzt die Rindermast, hast du in Auftrag gegeben. Ja. Und dauert halt 15 LS-Tage, bis sie aufgebaut ist. Ja, genau. Das wäre auch noch cool. Genau, nicht, dass sie da direkt steht wie so ein fertiges, ja, genau. Das würde ich auch noch cool finden, genau. Das wäre schön. Liebe Sachen. Ja. Also, ich denke, dass man hier mit dem 17er noch ziemlich viel oder in LS noch ziemlich viel machen kann. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall noch den 19er und den 21er auch noch erleben werden. Ja, das. Die Hoffnung liegt ja auf den Modern. Naja. Ja, genau. Das ist. Ja gut, das ist ja auch für die PlayStation-Spieler oder Konsolenspieler, sagen wir jetzt mal, ein sehr, sehr großes Plus jetzt. Ihr könnt ja, oder wer LS auf der Konsole spielt, kann ja jetzt auch Mods erwerben mit den 17er. Das gab es ja bei den 15er nicht. Ich glaube, die 15er Konsolenversion kam auch ziemlich spät, ne? Ja. Ja. Die ist, glaube ich, noch gar nicht so lang. Ja doch, vielleicht ein halbes Jahr, glaube ich. Okay. Also ich habe auf der PS3 habe ich LS und da konnte ich die Mods auch schon. Ach echt? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob für ein 15er, ja ich glaube für 15er oder für ein 13er, das weiß ich jetzt nicht. Aber da konnte ich auch Mods installieren. Okay. Halt nur so ein paar Dinge, weißt du, das waren, war jetzt nicht der Burner, was da dabei war. Okay, ich dachte, das wäre eine Neuerung, dass das jetzt gerade erst dazukommt. Glaube ich das zumindest verstanden. Naja. Ja. Ist ja Wayne, ne? Wir werden sehen. Genau. Hast du es im Dunkeln zu spielen? Ich setze mal die Zeit ein bisschen höher. Ja. War schon schnell fertig. Ja. Ja, wir brauchen dringend wieder einen Mähdrescher. Ich sehe, ich dünge jetzt hier gleich noch eben ein Feld.
Und dann sehe ich da schon Hafer drauf an, damit wir langsam mal hier ein bisschen in den Dingen kommen. Und wir müssen gucken, dass wir ein bisschen langsam auch Forst reinbringen für die Paletten. Ja, müssen aber erstmal sehen, dass wir einen Traktoren kriegen. Ach so, ja. Weil genau. Wir holen uns erstmal neue Traktoren. Rumgekurve. Wo habe ich jetzt meine Maschine abgestellt? Da. Ja. So, gut, meine lieben Freunde, wir sind auch wieder am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt noch ein paar Dinge über den LS wissen oder keine Ahnung oder habt Vermutungen, schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch gerne freuen. Was? Nein. Achso. Gut, und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, ihr Schlingels. Tschö. Tschüss.